Ayers Rock oder Uluru ist ein heiliger Ort der Aborigines, der Ureinwohner Australiens. Der berühmte Monolith liegt mitten im Herzen des fünften Kontinents, im sandigen roten Zentrum. Ist es nicht erstaunlich? Alle Welt ist empört über die fortschreitende Zerstörung der Regenwälder. Aber kaum jemand nimmt wahr, was mit unseren Wüsten geschieht. In keinem anderen Land der Erde ist der Reichtum an Reptilienarten so groß wie in Australien. Doch immer mehr Säugetiere sterben hier aus. Über 50% der in den Wüsten lebenden Spezies sind bereits verschwunden. Diesmal führt uns unsere Reise dorthin, wo nur noch der Geländewagen vorankommt. Und noch ein Stückchen weiter. Wir verladen die Ausrüstung für unseren Trip ins Landesinnere, einem der außergewöhnlichsten Lebensräume unseres Planeten. Hier leben einzigartige Tiere wie der Dornteufel, der Kaninchennasenbeutler, die Doppelkammbeutelmaus, außerdem der Inlandtaipan und andere giftige Schlangen. Wenn man sich in diese abgeschiedene Region begibt, muss man genügend Proviant, Wasser und Treibstoff mitnehmen, denn man ist ganz auf sich allein gestellt. Außerdem braucht man einen robusten Geländewagen. Dieses Quad nehmen wir für kleinere Exkursionen mit. Es kann losgehen. Von Brisbane aus fahren wir in Richtung Westen. Bei unserer fast 3000 Kilometer langen Tour durchs Outback durchqueren wir einige der unwirtlichsten und trockensten Regionen des Kontinents. Je weiter wir ins Outback vordringen, desto schlechter werden die Straßen. Verlässt man die gut ausgebauten Highways, fährt man noch eine Weile auf einspurigen Asphaltstraßen. Doch schon bald muss man mit Schotterpisten Vorlieb nehmen. Wenn es gar nicht mehr weitergeht, bleibt einem nur noch das Quad. Unterwegs hält Steve sofort an, wenn er ein interessantes Tier entdeckt. Eine Schlange. Eine sehr dunkle. Es ist die gefleckte Schwarznatter. Sie gehört zur Familie der Schwarzottern. Wie viele Schlangen kriecht sie auf Straßen, um sich auf dem heißen Asphalt zu wärmen. Sie jagt sowohl am Tag als auch in der Nacht. Hoppla, das war knapp. Beinahe hätte sie mich gebissen. Hey, ich will dir doch nur das Leben retten, mein Freund. Sie stößt blitzschnell zu. Normalerweise ist diese Giftnatternart recht scheu und geht Menschen aus dem Weg. Aber wenn sie sich in die Enge getrieben fühlt, setzt sie sich entschieden zur Wehr. Dann flacht sie ihren Hals wie eine Kobra ab und zieht den Vorderkörper zu mehreren Windungen zusammen, um effektiv angreifen zu können. Auf ihrem Speisezettel stehen Kleinsäuger, Vögel, Eidechsen und Schlangen. Die gefleckte Schwarznatter neigt stark zum Kannibalismus und frisst auch kleine Tiere der eigenen Art. Ihren Namen verdankt sie ihren schwarzglänzenden Rückenschuppen, die meistens über einen hellen Kern verfügen. Dieses Exemplar besitzt eine besonders schöne Färbung. Gorgeous color. Really pretty. Oh. He's grumpy. You see, sie ist wütend. Am liebsten würde sie mich beißen. He'd like to bite me. Ihr Gift ist stark genug, um schwere Nekrosen zu verursachen. Wenn man sich nicht ärztlich behandeln lässt, stirbt man an den Folgen eines Bisses.
Sie wird auch blaubäuchige Schwarznatter genannt, weil ihr Bauch blaugrau gefärbt ist. Sie hat meinen Schuh erwischt. An der Sohle erkennt man gut, wie viel Gift ihre Drüsen ausstoßen. Mit Schwarznattern ist nicht zu spaßen. Alle Schlangen aus dieser Familie haben sehr viel Gift. Man sollte auf jeden Fall vermeiden, von ihnen gebissen zu werden. Schade, sie begreift nicht, dass ich ihr nur das Leben retten möchte. Sie sieht in mir einen Feind, der sie töten möchte. Dabei ist das gar nicht der Fall. Wir müssen dich von der Straße wegbringen. Du darfst auf keinen Fall hierher zurückkommen. Bleib, wo du bist. Nein, dort entlang. Jetzt hat sie es begriffen. So ist es nun mal. Ich liebe Schlangen und rette sie, wo ich kann. Auch wenn sie versuchen, mich zu töten. Während ich mit der Natter beschäftigt war, hat Terry auf einem Spaziergang ebenfalls eine Schlange entdeckt. Ist sie nicht wunderschön? Es ist ein noch sehr junger Schwarzkopfpython. Er lebt offensichtlich in diesem abgestorbenen Ast. Schwarzkopfpythons suchen sich Schlupfwinkel in hohlen Baumstümpfen, dichtem Buschwerk und Felsspalten. Diese Region mit ihren vielen Geister-Eukalyptusbäumen ist wie geschaffen für diese Schlangenart. Er hat gerade seinen Kopf hinausgestreckt. Schon ein paar Sonnenstrahlen reichen ihm aus, um sich aufzuwärmen. Für wechselwarme Tiere wie Schlangen ein lebenswichtiger Vorgang. Er ist völlig ruhig und zeigt mir gegenüber keinerlei Aggression. Remarkably placid. She's not showing any aggression towards me at all. None whatsoever. Now this distinct black head looks like she's been. Der schwarz gefärbte Kopf sieht aus, als hätte man ihn in einen Tintenfass getaucht. So auffällig wie er ist, müsste man meinen, dass er den Python bei der Jagd behindert. Doch ganz im Gegenteil. Nachts oder in dunklen Felsspalten ist er damit hervorragend getarnt. Beutetiere sehen die Schlange erst, wenn es zu spät ist. Ich lege ihn wieder zurück in seinen hohlen Ast. Fein machst du das. Auf Wiedersehen. Nach unserer ersten Begegnung mit Schlangen setzen wir unsere Reise durch die Weiten des Outbacks fort. Wenn wir die Natur dieses wunderschönen Landes bewundern, sollten wir nicht vergessen, dass wir uns hier inmitten eines komplexen Ökosystems befinden. Um uns herum wimmelt es von Leben. Doch man braucht ein geschultes Auge, um dies zu erkennen. Das ist Triodia oder Spinifex, ein hartes Steppengras, das weite Flächen des Outbacks bedeckt. Es ist eine der wichtigsten Pflanzen in diesen trockenen Regionen. Nicht zu Unrecht wird diese Grasart auch Stachelschweingras genannt. Sie bietet kleinen Tieren Unterschlupf und mit ihren Stacheln Schutz vor Feinden. In diesem dichten Grasmeer bleiben sie uns natürlich verborgen. Doch wenn wir die Straße überqueren, ändert sich das Bild. Lightning Strike has hit. Neben der Fahrbahn hat vor kurzem ein Blitz eingeschlagen und ein Buschfeuer entfacht. Jetzt, wo das Gras niedergebrannt ist, sieht man, dass hier eine Tierart lebt, die für diese trockene Region von unschätzbarem Wert ist. Termiten. Diese großen, rötlich-braunen Erdhaufen sind Termitenbauten.
Termiten leben wie Ameisen in Staaten zusammen. In Australien gibt es 360 verschiedene Arten. Überall auf diesem riesigen Kontinent trifft man sie an. In den ariden Gebieten spielen diese Insekten eine wichtige Rolle. Sie gehören zu den wenigen Tieren, die das harte Spinifex fressen können. Das Gras bildet quasi die Hauptnahrung der Insekten. Sie schneiden es klein und bringen es hier in ihren Bau, wo sie bis zu 100 Kilo Spinifex lagern können. Right, so that supports the termites. Now imagine, in this one termite mound, there's enough termites to totally. Übrigens wiegen alle Termiten eines Staates ungefähr so viel wie eine kleine Kuh. Das ist ein interessanter Aspekt, wenn man bedenkt, dass die Steppengrassavanne übersät ist mit Termitenbauten. If you look at that as an animal. Wäre jedes Termitenvolk ein einzelnes Lebewesen, würde man hier riesige Herdenweiden sehen. Der Vergleich zeigt anschaulich, welche umfangreichen Nahrungsressourcen im an und für sich lebensfeindlichen Outback zur Verfügung stehen. Die Termiten bilden ein unverzichtbares Glied in der Nahrungskette. Sie sind die Hauptbeute der Echsen. Für sie bilden die trockenen und heißen Halbwüsten des fünften Kontinents den idealen Lebensraum. Nirgendwo auf der Welt haben sich so viele unterschiedliche Echsenarten entwickelt und ist die Populationsdichte so hoch wie in Australien. Dank der Termiten. Es ist kaum vorstellbar, aber Milliarden dieser winzigen Insekten verwerten im Outback mehr Pflanzenmasse als alle anderen Tiere dort. Ihre erstaunliche Anpassungsfähigkeit sichert nicht nur ihnen, sondern Hunderten von Arten das Überleben. Endlich habe ich gefunden, was ich suche. Eine Skinkspur. Hey, Mister. Come here, little one. Oh, look at him! Look at this! What a little bluey! This is a blue.